Moin, moin, meine Lieben. Jo, heute gibt es bei mir selbstgemachten Big Tasty Bacon. Den mache ich mir selber. Die Patties habe ich schon geformt. Hatte ich nicht ein bisschen Zeit, die muss ich jetzt noch anbraten. Das sind jeweils 125 Gramm reines Rindfleisch. Also Rindhackfleisch. Dann habe ich hier diese Burger Buns, aber diese Brioche oder wie wir die nennen. Aber ich wollte euch erstmal sagen, wir machen jetzt die Big Tasty Bacon Soße. Dazu brauchen wir erstmal Eigelb. Deswegen habe ich das auch erstmal hier getrennt. Deswegen habe ich jetzt extra Pommes, irgendwie noch eine Eierschale oder so, damit reinfällt oder sowas. Ja. Außerdem brauchen wir auch noch, den habe ich auch schon kross gebraten, Bacon. So, dann brauchen wir noch wieder zwei Eigelb, zwei Teelöffel Barbecue-Soße. Deckel. Dann brauchen wir noch einen Esslöffel Worcester-Soße. Eine Messerspitze Senf, also das, da ich ja so ein Dings habe, denke ich mal, das so eine Messerspitze sein. Dann brauchen wir noch einen Spritzer Zitronensaft. So, das müsste reichen. Dann brauchen wir auch noch, das habe ich das vergessen, eben kurz holen. Ordentlich Pfeffer. Und wenn ich sage ordentlich, dann meine ich auch ordentlich. Genauso wie eine ordentliche Prise Salz. Hier. Und das war's schon soweit. Das wird so eine Art gleich, ja, Mayonnaise in der Art. Am besten geht das mit dem Zauberstab, wenn ihr einen habt. Das geht natürlich mit auch den Mixerteilen, aber. Achso, siehst du, ganz vergessen. Den Bacon. So, wunderbar. Ach ja, und ihr braucht natürlich Öl. Das wird so eine Art Mayonnaise. So geht ihr da rein.
schon habt ihr eure Big Tasty Bacon Soße selber gemacht. Übrigens, ich habe sie auch zum ersten Mal jetzt selber gemacht. Aber wir probieren natürlich. Also farblich, ja. Ich stelle schon mal im Kühlschrank. Boah, ist die gut. Boah, ist die gut. Meine Güte. Die ist ja saugut. Ja, ich würde nicht sagen, die ist wohl. Na, schmeckt gleich so gut? Schwer zu sagen. Aber die ist gut. Die ist sehr gut. So. Kurz ein bisschen aufräumen. So. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz einen Schnitt, besser gesagt. Weil ich mir eben die Patties anbraten will. Die Patties und natürlich auch den Bacon. So, was brauchen wir denn noch? Ja, wir machen erstmal einen Schnitt. Bis gleich, meine Lieben. So, ihr Lieben, jetzt geht das ans Anrichten der Big Mac. Ne, der Big Tasty Bacon, so was er gesagt. Hab auch schon soweit alles zu klein geschnibbelt, was ich dafür brauche. Zuerst gehen wir auf unseren Burger Bun hier unten, die Big Tasty Bacon hoch. Ich darf jetzt nicht zu viel reden, weil ich habe noch die anderen beiden Buns auf dem Herdplatte, damit die schön ein bisschen kross werden. So. Das reicht schon für hier. So. Kommt da eine Schablettenkäsescheibe hin. Darauf kommt dann natürlich die Bulette. Darauf kommt nochmal eine Scheibe. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was mein anderer Burger Bun sagt. Ja, die können auch runter. Jo, der ist schön geworden. Siehst du wohl. Perfekt. So, dann können wir hier gleich noch weitermachen. Also, hier ist die Bacon-Soße. Käse, Burger Bun, Patty, nicht Burger Bun. Wieder eine Scheibe Käse. Nebenbei mal alles ein bisschen wegräumen. Dann unser Bacon. Ich mache da jetzt mal drei. Ja, passt auch noch. Drei bei jedem Ruf. Schön kross gebraten. So, dann fürs gute Gewissen sehe ich immer Tomate. Du sollst mir nicht runterfallen. Ja, komm, machen wir drei. Weg. So, dann kommt ein bisschen Eisbergsalat drauf.
nicht runterfallen. Ja, fall mir nicht runter, Junge. Genascht. Dann halbe Zwiebelringe. Ja, fall mal runter, fall mal ruhig runter. Das macht nichts. Ich tue euch alle wieder hier rauf. Könnt ihr mich nicht ärgern, wie ihr wollt. Ja, wie viel Zwiebel ihr da raufhauen wollt, ne, wisst ihr, die Antwort von mir kennt ihr ja schon, weiß ich euch. So, und dann zu guter Letzt hauen wir nochmal oben so ein bisschen über das ganze gesunde Zeug. Mal ein bisschen die Big Tasty Bacon Soße rüber. Ja, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. So. Und dann zu guter Letzt kommt der Deckel drauf. Jetzt kann man noch ein bisschen drücken. Und fertig sind meine selbstgemachten Big Tasty Bacon. Gar nicht so schwer. Ich muss eben kurz meine Hände waschen. Die sind ein bisschen, obwohl die werden eh wieder dreckig. Ich muss ja noch probieren. Also komm, alles gut. So, und dann würde ich auch mal sagen, ja, probieren wir mal meinen selbstgemachten Big Tasty Bacon. Also ich hoffe, ich kann das an der Kamera beschneiden, aber das sieht auch schon mal richtig geil aus. So, und jetzt wird natürlich probiert. Alter. Boah. Boah. Ich will nicht sagen, das schmeckt genauso wie bei McDonald's. Kann ich auch nicht sagen. Weil er geiler schmeckt. Boah. Doch, ich bin ein Hörer. Ist das der geile Hammer. So, meine Lieben, das war's. Eigentlich wollte ich nur Big Tasty Bacon Soße machen und zeigen, aber es hat sich gerade so angeboten, auch ein Big Tasty Bacon zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Gefällt mir würde ich mich sehr freuen. Ich gehe jetzt lecker weiter essen und ich schwör's euch, der ist richtig geil. Und bis dahin habe ich euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.